Da habe ich Ferien und ja, dann fragt mich jemand, ob ich doch mal kurz helfen kann. Ja, gerne mal. Ich zitiere hier, hallo, vielleicht können Sie vielleicht mal ein Video machen mit diesen Formeln. A plus x, ich habe es schon mal hier unten drunter hingeschrieben, geteilt durch a minus x ist gleich a, nach x und nach b umstellen. Fangen wir mal mit dem leichtesten an. Nach b, deswegen habe ich diesen Pfeil hier, diesen Pfeil in der Farbe gemacht. Es steht da, also a plus x. A plus b durch a minus x ist gleich a. Na gut, da ja unser b wichtig ist und wir das alleine stehen lassen, fragen wir uns ganz einfach, was stört uns am meisten? Na, im Moment stört uns am meisten dieser Bruch, das heißt, ich nehme den ganzen Mist mal in Klammern a minus x. Dann steht hier drüben bloß noch a plus b alleine und hier drüben steht a mal in Klammern a minus x. Wenn ich das ausmultipliziere, ergibt sich. Das werde ich im nächsten Fall, also im nächsten Schritt, ich werde jetzt auf jeden Fall b, das stört uns ja auch noch, minus durch das minus b, auf die rechte Seite holen und diese Klammer werde ich ausmultiplizieren. Also steht hier a, jetzt sage ich auch noch so einen Blödsinn. Ich wollte ja das b da haben, also minus a, so ein Blödsinn. Minus a ist der nächste Schritt, damit das a auch noch da drüben ist. Und dann steht hier unser b alleine und dann ist es nicht mehr so schlimm. Außerdem wollte ich sagen, ich habe hier die ganze Sache noch auszumultiplizieren. Also a mal a ist a Quadrat. Und jetzt kommt minus a mal x minus ax. Und jetzt kommt noch ein minus a dazu. Also ja, nicht um Gottes Willen nicht dieses minus a mit dem a hier vorne vermischen. Also zuerst, ich hätte es einzeln machen sollen. Nicht einfach minus a und dann alles auf einmal, sondern eine Zeile dazwischen hieße. Ich hätte es erst ausmultipliziert, a Quadrat minus ax und danach erst das minus a angefügt. Das ist hier eine schöne quadratische Formel à la x Quadrat minus px plus q. Ne? Obwohl das q ruhig mal negativ sein darf. Das heißt hier in diesem Fall a. Das ist jetzt aber unwichtig. Darauf kommt es nicht an. Also wäre hier p und q gleich unwichtig. Quadratische Gleichung. Lassen wir so stehen. Hier kann man nicht zusammenfassen. A Quadrat kann man nicht mit minus ax zusammenfassen und das genauso wenig mit minus a. Auch die beiden lassen sich so nicht zusammenfassen. Man könnte eins machen, ausklammern, nämlich hier steht überall ein a. Dann sage ich, das ist a mal in Klammern a minus x und jetzt minus 1. Auch das geht. Beide Formen sind, naja, auf beide Arten gültig und machbar. Gucken wir uns die zweite Geschichte an. Wir wollten das x alleine stehen lassen. Hier ist es ein bisschen blöder. Denn es steht ja unser x blöderweise auch noch unter dem Bruchstrich. Ist aber nicht schlimm. A plus b durch a minus x soll a sein. Und mir kommt es darauf an, das x auf irgendeine Seite zu bringen. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Ich kann nur eins empfehlen, wenn die gesuchte Größe unter dem Bruchstrich steht, ganz egal, den gesamten Term, der damit zusammenhängt, also das a minus x, ich klammere das mal ein, damit man das besser sieht. Durch irgendeine Aktion, in diesem Fall durch das Gegenteil, hier steht durch a minus x, also mal a minus x auf die rechte Seite bringen. Dann ist das schon mal da. Jetzt gucken wir uns mal an, was dann links übrig bleibt. A plus b ist gleich. Und jetzt, das ist so ähnlich wie oben. Da steht ja dann a mal in Klammern a minus x. Ach, jetzt steht das zwar in Klammern, das x soll ja später alleine stehen. Was machen wir? Achtung, wir teilen durch a. Warum? Werden wir gleich sehen. Jetzt steht hier a plus b geteilt durch a ist gleich a minus x. Jetzt kann ich dieses a auch noch nach links ziehen. Also, hier steht ein stilles Plus, also sage ich minus a. Ich habe es ja hier bloß noch mit einer Summe zu tun. Das ist also nicht mehr schlimm. Dann steht hier, Achtung, jetzt nicht vermischen, a plus b durch a und jetzt minus a als eigenständigen Term dahinter schreiben, als Teilterm, ist gleich minus x. Das gefällt mir im Allgemeinen gar nicht. Wir wollen ja ein echtes x haben, also teilen wir die ganze Sache noch entweder durch minus 1 oder wir nehmen alles mal minus 1, das geht auch, das ist vollkommen egal. Wenn ich jetzt das mal minus 1 nehme, dann wird das plus a und vor diesem Term wird ein Minus kommen. Es macht sich immer günstig, Minuszeichen, die oder ein Term, der mit Minuszeichen beginnt,
irgendwie auf eine andere Seite zu schieben, auf eine andere Stelle, denn ganz schnell vergisst man das. Das würde dann nämlich so aussehen, Minus und dann Bruchstrich A plus B. Jetzt schmiere ich das mal durch A und wenn ich den Bruchstrich noch ein bisschen länger mache und nicht richtig aufpasse, dann verschmilzt es. Und damit sowas alles nicht passieren kann, sage ich ganz einfach, macht nichts. Da Minus A mal Minus 1 plus A wird, sage ich A und jetzt Minus. Und jetzt am besten in Klammern, das schadet nicht. Eine Klammer ist eigentlich auch eine Sache, die der Übersicht dient. Und hier Minus mal Minus ist Plus, also ist X. So kommt man an die ganze Geschichte ran. Klar ist das keine schöne Formel, weiß ich auch, aber lassen wir es mal an der Stelle bewenden. Ich mache mal an der Stelle Pause und beziehe mich dann gleich wieder darauf, damit das Video nicht zu lang wird. Beziehungsweise ich mache dieses Video hier dicht und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder.